So, auf geht's. Floß Ahoi. So, hier haben wir eine Blockade. Da haben wir eine Blockade. Mal gucken, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich gehe mal hier. Nee. Hier hat sich nichts geändert. Kann man hier zu der Blockade hinfahren? Da oben theoretisch auch. Mal gucken. Hier könnte ich mich durch die Blockade schleichen. Haha! Mal sehen, ob ihr damit klarkommt, Jungs. Sie schießen auf mich. Warum schießen sie nur auf mich? Vor allem, es sind Ein-Mann-Schiffe, ja. Aha, das muss die Schwachstelle der Blockade sein. Jetzt muss ich nur noch ganz leise hindurchsegeln und... Ah! Sieh an, wenn das nicht der kleine Pirat mit dem schicken Mantel ist, der so stark nach Schinkenspeck riecht. Was? Ist das so? Hey, wer schießt denn da auf mich? Hisst eure Fahne, ihr räudigen Seebären! Von euch hat doch keiner den Mumm herzusegeln, um sich mir zu stellen! Elaine! Dein Glück, dass ich hier mitten in dieser Blockade stecke, du neckisches Weibstück! Sonst würde ich mit meinem Schiff glatt über dich hinwegsegeln! Oh nein! Okay. Dieses Schiff scheint ausreichend abgelenkt zu sein. Haha, bis bald, ihr Trottel. War nett, sich mit euch zu unterhalten, aber ich muss jetzt einen Meermensch-Anführer retten. Wo ist er hin? Hast du ihn durchgelassen? Ich? Solltest du es nicht bemerkt haben, ich habe hier drüben viel zu tun. Blind auf eine weit entfernt liegende Insel zu ballern, würde ich nicht gerade als sehr beschäftigt bezeichnen, du wehleidiger Kartoffelschaber. Schön, Sie wiederzusehen, Captain Streetwood. Ich wusste, dass Sie es an der Blockade vorbeischaffen werden. Sicher haben Sie eine wundersame Geschichte über Ihr Abenteuer zu berichten. Ich freue mich auch, Sie zu sehen, Mr. Winslow, aber wir haben keine Zeit für Geschichten. Wir müssen McGillicuddy schnappen und den Meermensch-Anführer retten. Fantastisch, Sir. Zeigen Sie nur auf den Ort auf der Karte und los geht es. Der Typ gefällt mir nicht. Ich weiß nicht warum. Da ist doch irgendwas im Busch mit dem Typen. Das ist der erst jüngst reparierte Hauptmast. Okay. Da ist nichts weiter. Wir sollen auf die Karte zeigen. Diese da. Sehen wir zu, dass wir wegkommen, Mr. Winslow! Die Frage ist... Isle of You. Was? Wir sollten über solche Sachen sprechen, nachdem wir unser Ziel erreicht haben. Was? Oh, Isle of You hört sich an wie I love you. Ziemlich guter Witz. Ja, Sir. Ein Witz. Was haben wir denn hier? Müll. Müll. Oh, nee, doch nicht. Noch kein O. Oh. Grausig. Oh. Das fasse ich nicht an. Es sieht schleimig aus. Ist doch bloß Seegras. Da kann man drin schön baden. Wer mal irgendwann nach Irland kommt, ne? Nach Strandhill heißt der Ort, da gibt es einen netten Laden. Das nennt sich a Seaweed Bath. Das ist richtig cool. Ich bin fertig hier. Zurück zur Narwhal. Da kann man in Seegras baden. Richtig, richtig cool. Sauna und schönes, gut, warmes Sie wieder hier zu haben, Kapitän. Wohin soll es jetzt gehen, genau, Kapitän? Okay. Wir gehen jetzt zu Boulder Beach. Kurs auf Boulder Beach. Yes, Sir, Kapitän. Das ist ein ziemlich großer Felsen für so eine kleine Insel. Vielleicht ist er die Spitze einer gigantischen Unterwasserpyramide einer fortgeschrittenen alten Zivilisation. Vielleicht ist es auch nur ein Felsen. Ach, das andere, das klang plausibler. Ah,
Auch wenn diese Inseln so klein sind, würde ich hier nicht wahllos nach einem Schatz graben wollen. Da müsste ich womöglich jahrelang von einer Insel zur nächsten ziehen. Ich bin fertig hier. Zurück zur Narwhal. Willkommen zurück, Sir. Danke, Mr. Winslow. Wohin, Kapitän? Zum Gelato-Felsen. Nee, diesen Ort meide ich. Okay, dann weiter zu Brillig Island. Ei, ei, Sir. Yeah. Hättet ihr Jungs nicht schon längst von McGillicuddy gegrillt werden sollen? Wenn McGillicuddy dahinter kommt, dass du an uns vorbei durch die Blockade gekommen bist, wird er unsere Köpfe am Spieß sehen wollen. Da wir ja eh tot sind, können wir das goldene Artefakt auch ausgraben und abhauen. Aber natürlich können wir das verdammte Ding jetzt nicht finden. Ich weiß, dass wir es irgendwo hier auf der Insel zurückgelassen haben. Es muss doch irgendwo sein. Schauen wir mal. Hey, 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 wo gehst du denn hin? Langer Spaziergang am Strand? Gut, aber bleib in Sichtweite und denk nicht einmal daran zu graben. Dieser Schatz gehört uns. Uns! Natürlich, ich würde mich nie zwischen einen Piraten und seinen Schatz stellen. Nie. Wo ist die Kiste eigentlich hin? Auch wenn diese Inseln so klein sind, würde ich hier nicht wahllos nach einem Schatz graben wollen. Haben da wir müsste ja ich womöglich jahrelang von einer Insel zur nächsten ziehen. Was ist, wenn wir jetzt die Kokosnuss benutzen? Einer der Knüppel der Natur. Ich behalte dich im Auge. Okay. Hier, Gummibaum. Was machst du da drüben? Okay, ich glaube, da wären wir nicht schlauer von. Also ist hier auch nichts. Jungs, ich habe keine Ideen mehr. Viel Glück mit dem Schatz. Gut, sie wieder hier zu haben, Kapitän. Wohin soll es jetzt gehen, Kapitän? Gehen wir zurück zu Flotsam Island. Ich bringe uns so nah wie möglich. Ach, da ist ein Schiff da oben. Aber wie die Winde gerade wehen, werden wir es nicht bis ans Ufer schaffen. Da oben ist ein Schiff, Mann. Genau zu McGillicuddys Schiff. Ja, Sir. Verrate mir die rituellen Beschwörungsworte, oder ich werfe dich ins kalte Blaue. Ich werde dich nicht die legendären Meereskreaturen beschwören lassen. Du wirst Esponja Grande nicht bekommen. Gut. Was versucht er denn mit dir? Mal sehen, wie lange es dauert, bis du ertrinkst, wenn dein Kopf unter Wasser ist. Das sollte eine Weile dauern. Ich kann auch unter Wasser atmen, weißt du? Sag mir nichts, was ich schon weiß, du übergroße Sardelle. Ich muss nichts wissen. Ich habe die Pocken. Lass den Häuptling runter! Ei, ei, Kapitän! Oh, oh. Kapitän McGillicuddy, bereite dich auf das Entern vor und übergib mir den Fischmensch! Das glaube ich nicht, Junge! Der Häuptling wird mir genau sagen, wo die Artefakte sind, damit ich Esponja Grande erreichen kann. Oder ich laufe auf Grund auf und werde zu Möwenfutter auf den Felsen. Keine Angst wegen mir. Der Kapitän hat den Verstand verloren. Er glaubt, mich ertränken zu können. Eine Mörperson. Du musst gut auf die Beschwörungsartefakte aufpassen, Guybrush. Guybrush? Threepwood! Dann bist du derjenige, der meinen Männern diese verfluchte, billige Imitation eines Beschwörungsartefakts untergejubelt hat. Ich bin's, Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Oh, oh. Du wirst den Tag bereuen, an dem sich unsere Wege kreuzten, Junge. Bereuen? Ha. Ich sollte dieses Wort wirklich mal nachschlagen. Guybrush, versenke sein Schiff. Um dich kümmere ich mich später, Stinkwood. Ich glaube, die alte Flosse hier will noch mal untertauchen. Und wieder. Rate mir die rituellen Worte. Oder ich weiß nicht, was er da vorhat, aber... Da schlafe ich doch ohnehin. Verrate sie mir, oder ich schicke dich auf den Meeresgrund. Bereite dich auf das Jenseits vor, McGillicuddy. Wow. Wow, toller Schuss. Hey, Fratze. Arr.
Hey, ist das dein Gesicht oder? Oh, ich verstehe. Es ist dein Gesicht. Fettnapf. Das hat mich echt verletzt. Der Mars! Auf Nimmerwiedersehen, Threepwood. Nein. Ich werde für dich zurückkommen, Häuptling Beluga. Wir müssen den Mast reparieren, wenn wir McGillicutt das Schiff einholen wollen. Ich weiß, ich werde die Karte benutzen. Okay. Sehen wir zu, dass wir wegkommen, Mr. Winslow. Ich glaube, wir müssen wieder zu den Jerkbait-Inseln. Kurs auf die Jerkbait-Inseln, Mr. Winslow. Ja, Sir. Es sieht so aus, als haben Ihre Freunde die Blockade in die Flucht geschlagen. Es sollte jetzt sicher sein. So ein Zufall. Ich muss wieder nach oben, ne? Die muss uns... Oh, das wird diesmal richtig teuer. Oder Winslow bezahlt wieder. Wie beim letzten Mal. Aber Tamara, nee, wie hieß sie? Nicht Tamara. Anemone, die hat ja... Hat ja ein Auge auf uns geworfen. Jetzt nur noch mit Coupons bezahlen. Das sehe ich. Was kann ich dir holen? Ich muss meinen Mast reparieren lassen. Abermals. Schon wieder? Wow, zweimal an einem Tag? Ja, schließlich versuche ich, deinen Anführer zu retten und McGillicutt hier auszuschalten. Aber der Kerl liebt seine Kanonen über alles. Oh, wie heldenhaft. Ich werde mich sofort darum kümmern. Das ging aber schnell. Das Leben unserer Anführerin steht auf dem Spiel. Mach, dass du da rauskommst und mach deine Sache gut. Ich brauche heute wohl nichts mehr. Wir sehen uns. Sei doch nicht so abweisend. Okay. Die Frage ist aber... Wenn wir das immer reparieren können, geht das jetzt dauerhaft so oder wie? Oh, warte mal. Floß ist auch da. Können wir das benutzen? Also können wir zu den Inseln fahren. Was ist das hier unten? Nichts. Chuck. Das macht Spaß. Wir können die Bäume. Das ist ein Haufen gefällter Bäume. Können wir nicht mitnehmen. Die hier dürfte aber auch nicht sein, ne? So, wir können schnell. So. Ja, es ist der Ozean. Nee, achso, ich klicke immer. Willkommen zurück, Sir. Segel vorbereiten, Mr. Winslow.
Weiter zu Brillig Island. Aye, aye, Sir. Wieder da. Schon den Schatz gefunden? Oh, das werden wir. Zerbrich dir deswegen nicht deinen kleinen Piratenkopf. Achso, komm. Au, abhaken, Junge. Wir haben jetzt keine Zeit für dich. Jetzt kommt schon. Ich dachte, wir wären Freunde. Besonders nach all der Hilfe, die ich euch zuvor zuteil werden ließ. Na? Könnt ihr den Schatz nicht finden, hä? Ich weiß, dass er hier ist. Es ist nur... Naja, wir haben ihn so oft ein- und wieder ausgegraben. Ich weiß jetzt einfach nicht mehr, wo genau das war. Hört sich an, als hätte jemand entschlussfreudiger sein sollen. Vielleicht kann ich da helfen. Ich glaube, da bei dem Baum sehe ich einen Teil der Truhe. Für wen hältst du mich? Für so eine Art Superhacker? Weißt du eigentlich, wie schwer es ist, Wurzeln von Gummibäumen zu durchtrennen? Das ist der ideale Ort, um einen Schatz zu vergraben. Wenn du ein kluger Pirat wärst, hättest du ihn genau da vergraben. Ich, du... Die Gummipalme. Gah! Hier ist nichts! Moment. Ich überlasse das euch. Moment. Holz fällt, oder nicht? Hey, warum hast du das getan? Du bringst unser Loch in Unordnung. Entschuldigung. Ich wollte immer schon ein Holzfäller sein. Das war jetzt aber Monty Python, bitteschön, ja? Ich glaube, ich will keine Gummibäume in meiner Hose mehr. Ich lasse ihn hier. Aber das wäre doch ein cooler Mast, oder? Willkommen zurück, Sir! Danke, Mr. Winslow. Wohin, Kapitän? Schnappen wir McGillicuddy. Aye, aye, Sir. Weg da, 3 Tage Bart. 3 Tage? Weißt du, wie lange es gedauert hat, diesen Bart wachsen zu lassen? Rate mir die rituellen Worte. Oder du schläfst mit den Fischen. Da schlaf... Hey, McGillicuddy. Threepwood. Die Pocken auf meinem Hintern sehen besser als dein Gesicht aus. Du wagst es, mich zu beleidigen? Verfliegst und zugenäht. Wissen Sie, Sir, es macht mir nichts aus, den Mast immer wieder ersetzen zu müssen. Wirklich nicht. Aber ich hielt es für produktiver, wenn wir vermeiden könnten, den Mast zu brechen. Nur ein Gedanke, Sir. Ja, danke, Winslow. Hiermit notiert. Ich hol die Karte. Okay. Sehen wir zu, dass wir wegkommen, Mr. Winslow. Kurs auf die Jerkbait-Inseln, Mr. Winslow. Ja, Sir, Captain Threepwood. So, das ist jetzt kaputt. So. Frische Köder. Ich schon wieder. Köder. Das sehe ich. Was kann ich dir holen? Oh. Ich brauche schon wieder einen neuen Mast. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich genau den passenden Baum auf einer kleinen Insel nördlich des Gelato-Felsens gesehen habe. Ach, wirklich? Das sehe ich mir an. 3, 2. Hey, du hattest recht. Ich habe noch nie zuvor einen Gummibaum als Mast verwendet. Aber es hat wunderbar geklappt. Dein Schiff ist bereit und so gut wie noch nie. Ich brauche heute wohl nichts mehr. Wir sehen uns. Sei doch nicht so abweisend. Okay. Viele Schranke auch.
So, und wenn er jetzt schießt, geht er kaputt. Weil die Kugel prallt dann ab, ne? Und dann, so wie mit der Kokosnuss. Die Kokosnuss ist auch abgeprallt und schwuppsdiwupps. Da hoch. So. Segel vorbereiten, Mr. Winslow. Dahin. Genau zu McGillicuddys Schiff. Ja, Sir. Wenn du weißt, was gut für dich ist, solltest du dich lieber um deine eigenen Angelegenheiten kümmern. Oh, schau dir. Sehe ich aus wie jemand, der weiß, was gut für ihn ist? Verrate mir die rituellen Worte. Oder du schläfst mit den Fischen. Da schlafe ich doch ohne... Jo, Kapitän. Warum nervst du mich dauernd? Hat er nicht gesagt. Deine Mama ist so fett, wahrscheinlich ist das ein ernstes Gesundheitsrisiko für sie. Vielleicht sollte sie deswegen zum Arzt gehen. Du gehst mir auf die Nerven, Threepwood. Bist du es nicht leid, stets zu verlieren? Oh, dieses Mal habe ich nicht vor zu verlieren, Seetanglutscher. Zeig mal, was du kannst. Nein! Mein Schiff! Verflucht, Threepwood! Vor allem ist hinten eingeschlagen. Halt's Maul! Das wird dich lehren mit Guybrush. Oh nein, der Meermensch-Anführer. Gut gemacht, Guybrush. Als ich erst einmal unter Wasser war, konnte ich leicht entkommen. Die Vekalians stehen in deiner Schuld. Jetzt ab nach Hause. Gute Darbietung, Sir. Ich wusste, dass Sie einen guten Kapitän abgeben, als ich Ihren Bart sah. Danke sehr, Mr. Winslow. Jetzt sollten wir zu den Jugbait Islands zurück, bevor Elaines Pocken sich ausbreiten können. Die Karte, Sir. Was? Mir gefällt einfach, wie Sie auf die Karte zeigen. Oh, na schön, Mr. Winslow. Der Typ ist seltsam. Ich kann mir das nicht anders erklären, aber der ist sehr, sehr, sehr... sehr seltsam. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, der ist seltsam. Aber nur gut. Sehen wir zu, dass wir wegkommen, Mr. Winslow. Kurs auf die Jerkbait-Inseln, Mr. Winslow. Ja, Sir, Captain Threepwood. Guybrush Threepwood. Im Namen der Merpeople der Jerkbait-Inseln möchte ich dir unseren verbindlichsten Dank und große Freude ausdrücken. Bitte, tritt näher. Wie wäre es stattdessen mit einer Belohnung? Guybrush! In der Tat. Ich gebe dir in seinem ursprünglich glanzvollen Zustand deinen geschätzten Pirate Parrot of Petaluma zurück. Parrot of Petaluma. Mächtiger Pirat, ich weiß. Danke. Wenn es sonst noch etwas gibt, das wir dir anbieten können, dann lass es uns einfach wissen. Euer Dank genügt mir. Und euer Gold. Her mit dem Gold. Tut mir leid. Ich habe wohl einen Frosch im Hals. Da ist noch was. Ehrlich gesagt, gibt es etwas. Ich bin gewissermaßen für diese Pocken verantwortlich und ich benötige den Esponja Grande, um das wieder in Ordnung zu bringen. Besonders jetzt. Was willst du damit sagen, du wertloses Stück? Entschuldige mich. Ich habe die Artefakte. Nimmst du für mich das zeremonielle Ritual vor, um die legendären Meereskreaturen zu beschwören, die mich dorthin bringen? Guybrush. Du bist jetzt der Inhaber der Beschwörungsgegenstände. Also bist du derjenige, der sie auch benutzen muss. Komm her und gib mir die Artefakte. Ich werde dir die Worte des Rituals beibringen. Der Blick. Oh Gott. Nimm das und wirf es mit all deiner Macht ins Meer. Dann sprich diese Worte. Oh, ihr großen, legendären Meereskreaturen! Kommt,
Kommt, Jungs, holt euch das Bällchen. Ihr wollt doch das Bällchen, oder? Ihr wollt doch das Bällchen. Los, holt es euch. Echt? Das sind die Worte für das zeremonielle Ritual? So steht es geschrieben. Wenn du bereit bist, werden sie dein Schiff an den richtigen Ort führen. Nochmals danke, Guybrush Threepwood. Und alles Gute für die Reise. Nun, das hätten wir. Komm, Elaine, holen wir uns diesen Schwamm und dann nichts wie nach Hause. Warte, ich muss nur kurz nach LeChuck und diesen Affen sehen. Geh du schon mal vor und beschwör die Kreaturen. Ich treffe dich dann in Kürze auf deinem Schiff. Ach, langsam finde ich, dass LeChuck als teuflischer Zombie-Dämon das kleinere Übel war. Spüre ich da negative Vibes? Na gut. Also gut, dann mal los. Hier, Jungs, holt es euch. Ach Gott. Huch. Wow, ich bekomme eine Gänsehaut. Kapitän Streetwood! Ah. Die Mewis-Viecher wurden also beschworen. Kann es also losgehen? Ja, nun, beinahe. Ich warte immer noch darauf, dass Elaine und dieser blöde LeChuck hier auftauchen. Es ging, glaube ich, um Affen oder Hosen, was weiß ich. Guybrush? Elaine, da bist du ja. Komm, lass uns gehen. LeChuck, war echt klasse, dich mal wiederzusehen. Hoffe, die Menschsache läuft in deinem Sinne. Ich habe eine Frau, die ich nach Hause bringen und mit der ich kuscheln muss. Bis später. Guybrush, ich werde nicht mitkommen. Was? Es ist wegen dieser Affen. Ich brauche Unterstützung, um die armen kleinen Jungs wieder in ihre Heimat zurückbringen zu können. Geh du nur voran und hol den Esponja Grande. Dazu brauchst du mich nicht. Außerdem denke ich, es ist besser, LeChuck im Auge zu behalten. Vertrau mir, Schatz. Na gut. Mach dir keine Sorgen, Junge. Ich werde mich während deiner Abwesenheit gut um sie kümmern. Elaine, ich werde in einem Tintenfisch-Augenschlag wieder bei dir sein. Sei vorsichtig, mein Lieber. Und wehe, du küsst mir jemand. Mr. Winslow, folgen Sie diesen Seekreaturen. Die Karte? Schon wieder mit Karte? Ich mag die Karte eben. Vergessen Sie die Karte, los jetzt! Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Sie machen uns jetzt zum Gespött. Legen Sie schon ab! Ist ja recht, ich lege ab. Auf zum Esponja Grande! Sind wir nicht bald da, Mr. Winslow? Ich bin mir nicht sicher, Kapitän Streetwood. Ich folge nur den kleinen Ungeheuern. Keine Ahnung, wo die hinwollen. Und ehrlich gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob die das selbst wissen. Das passt schon, Mr. Winslow. Bleiben Sie einfach auf Kurs. Ah, welch wunderbares Piratenleben. Durch tiefblaues Meer segeln, mit deinem besten Schiff und deiner besten Besatzung nach seltenen Schätzen der Welt suchen. In unserem Fall zufälligerweise ein riesiger Voodoo-aufsaugender Seeschwamm. Kann man sich da überhaupt noch mehr wünschen, Mr. Winslow? Mr. Winslow? Du schon wieder? Hast du mich vermisst? Nicht wirklich. Anscheinend will sich der Marquis mit deiner Hand allein nicht zufrieden geben. Er will das Gesamtpaket. Also werde ich jetzt das Kommando auf diesem Schiff übernehmen und dich nach Flotsam Island zurückbringen. Versuche keine Tricks, sonst bekommt das der Kleine zu spüren. Ha! Du hast weder die Fähigkeiten noch den Verstand, Guybrush Threepwood zu besiegen. Ich brauche keine Schlagfertigkeit, um ein blutiges Loch in deine Brust zu stoßen. Siehst du, das war überhaupt nicht schlagfertig. Ach, warum hängst du das nicht alles an den Nagel?
Schließ dich mir an. Zusammen segeln wir durch die Meere, lernen die Welt kennen, nur du und ich. Gemeinsam brandschatzen und plündern wir jeden Hafen, der uns gefällt. So hast du dir das doch immer erträumt. So verlockend das auch klingen mag, Guybrush. Ich habe einen Auftrag zu erledigen. Außerdem bist du mit Elaine verheiratet. Ja, aber sie lässt mich auch nie plündern oder rauben. Kapitän, irgendwas ist mit den Meereskreaturen. Nur zu, mach ihn fertig. Dazu fehlt dir doch der Mumm. Warum müssen Sie sie reizen, Sir? Keine Panik, das wird sie nicht tun. Sie hat nur die Anweisung, mich einzufangen. Sie zu töten würde ihr keinen Profit bringen. Da muss ich ihm recht geben, fürchte ich. Ein wesentlicher Punkt des Piratenjäger-Ehrenkodex lautet, töte keinen, für den du nicht bezahlt wirst. Also werde ich nur dich töten, Guybrush. Und du glaubst, der Marquis wird dich bezahlen, wenn du ihm meine Leiche bringst? Glaub mir, diese Leiche ist völlig wertlos. Das glaube ich jetzt nicht. Das solltest du aber, Schwesterchen. Warte, was glauben? Was? Wow. Ah, die Fortsetzung folgt in Kapitel 3. Das passt doch heute wie die Faust aufs Auge. Sehr schön. Sehr schön. Ja, sie sind gefährlich. Und sie sind riesige, große Transportunternehmen. Ne? Schöner Teil. Verhältnismäßig lang, muss ich mal sagen, echt. Ne? Nee, und passt doch perfekt. Also nicht traurig sein. Wir fangen nichts Neues an. Ne? Weil vielleicht ist es auch mal gut, dass wir einfach ein paar Minuten, ein paar, 2, 3, 4, 10, 20, 30 Minuten eher ins Bett gehen. Wobei wahrscheinlich einige von euch das nicht tun werden, sondern wieder die Nacht zum Tag machen. Ne? Ich würde hier an der Stelle einen Cut machen, ne? Also für den Abend auch heute, und jetzt einfach die Zeit, mal ein bisschen eher in die Falle zu springen. Aber schon mal gleich vorneweg gemerkt, morgen ist aktuell geplant, wenn alles klappt, Dead Space 3 mit dem Shikibo, ne? Und da ist ein bisschen was zu tun. Außerdem springt das Spiel gleich wahrscheinlich um. Nein, noch nicht ganz. Und Freitag werden wir God of War weiterspielen. Ist, ich denke mal, ein guter Tag, um God of War weiterzuspielen, weil wir da relativ viel Zeit und Luft nach hinten haben. Samstag ist Geralt, ne, bleibt so. Sonntag, tut mir leid, wollte ich Resident Evil, aber wir haben es ja ein bisschen entschärft. Ne? Und ich denke mal, diese Entschärfung kommt allen zugute, also mir besonders. Und Montag, aktuell, steht auf dem Programm wieder Capia weiterzuspielen. Also sollte eigentlich ganz gut passen im Plan. Vielleicht schaffe ich es auch auf Twitch, den Plan mal zu hinterlegen. Ich gebe mir Mühe. Vielen Dank fürs Zusehen. Schlaft gut, träumt was Schönes und ja, wir sehen uns morgen Abend, wenn ihr wollt. Vielleicht auch wieder ein bisschen eher, ein bisschen auf Twitter gucken, wer auf Twitter guckt. Vielleicht sieht man das oder eben halt Twitch im Auge behalten. Das kann alles so ab 21 Uhr. Ah nee, ist ja mit dem Shikiboy. Vergesst, was ich gesagt habe. Einladungsorgie und Maya hat ja vorher auch noch ein paar Bedürfnisse. Also wahrscheinlich eher doch zu 10. Ne? Gut. Ja. Vielen Dank. Bis dahin. Euer Firefox.